Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Smallland. So, wir sind hier bei unserer lieben Nock und hier in unserem Farmgebiet, wo wir Eisen farmen können. Und unterirdisch gibt es hier eine Kanalisation und da kann man eine geheime Waffe finden. Und zwar die Stachellanze, die ich hier in der Hand habe. Sieht eigentlich ganz cool aus hier mit diesen drei Spießen. Und ich wollte euch jetzt mal zeigen, wie ihr die finden könnt. So, also wir starten hier bei Nock. Hier steckt so ein kleines Messer oder so eine Säge im Boden. Und die weist uns so grob die Richtung, in die ich gehen werde. Und dann gehen wir hier rüber. Und dann kommt hier direkt dieser Graben. Und im Prinzip folgen wir diesem Graben. So, hier entlang. Und jetzt kommt hier dieses Rohr. Aber wir gehen nicht in dieses Rohr rein. Wir drehen uns einmal um 180 Grad rum. Und jetzt ist hier auf dieser anderen Seite auch noch ein Rohr. Und das Rohr, das geht so seitlich schräg runter. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen, wenn wir hier sind. Das ist genau hier an diesem Punkt. Hier ist unsere Hornisse. Und hier an diesem Punkt befinden wir uns. Das ist wie so ein schwarzer Fleck. Und wenn wir uns hier runterfallen lassen. So, ich mach mal hier ein bisschen langsam. Wir müssen natürlich aufpassen. Es gibt natürlich Fallschaden. So. Wenn wir unten angekommen sind, wenden wir uns nach rechts. Oder dementsprechend ein Stückchen Richtung Osten. Ich habe es mir hier schon mal markiert gehabt. Und wenn wir jetzt hier diesem Kanalrohr folgen. Hier haben wir dann ein paar Kakerlaken und ein paar Fliegen, die wir normalerweise bekämpfen müssen. Allerdings sind die Tiere gerade auf freundlich, damit ich euch das hier einfach zeigen kann und nicht die ganze Zeit aufgehalten werde. So, und dann haben wir hier diese Lampen. Und wenn wir hier diesen Lampen folgen, dann, ja, ist hier hinten, naja, jemand verunglückt. Und hier steckt dann im Boden diese Stachellanze. Ich weiß nicht, warum sie bei mir jetzt nicht mehr da steckt. Vielleicht kann man sie nur einmal im Spiel aufsammeln. Jedenfalls, wenn man sie aufgesammelt hat, diese Stachellanze, quasi diese hier, dann wird die auch freigeschaltet und man kann die am Steinschneider craften. Und das führt dazu, dass man die natürlich auch, das ist die normale, die bekommt man auch in Legendär und kann man dreimal upgraden. Also wenn man hier guckt, das ist schon eine wirklich gute Waffe, wenn man die in Legendär hat, weil die hat 24 bis 33 Schaden. Ich meine, unser richtig guter Vipern-Säbel hat 28 bis 39, verbraucht 20 Ausdauer und die verbraucht 25. Kritische Trefferchance hat die auch 5. Aber wir haben hier noch 14 bis 18 Giftschaden obendrauf, wobei wir da bei der normalen nur 6 bis 7 haben. Und auch natürlich die erhöhte Haltbarkeit, 1680 zu 800. Richtig, richtig nice. Also die Waffe ist schon relativ früh zu haben im Spiel und ja, macht richtig gut Damage. Okay, es gibt noch einen zweiten Weg. Wenn ihr das hier nicht finden solltet, aber irgendwie schon ein Reittier habt, so bin ich damals drauf gestoßen. Und zwar, ich habe jetzt mal meine Hornisse mit dabei, weil die Hornisse, die kann man relativ früh im Spiel auch bekommen. So, da habe ich meine liebe Hornisse. Und mit der Hornisse, die reicht schon aus. Mit der kann man... Das war nicht gut. Komme ich hier wieder raus? Ertrinke ich hier? Okay. Das war nicht gut. So, also mit der Hornisse dürft ihr natürlich nicht ins Wasser fallen. So. Hier reicht die Ausdauer von der Hornisse aus, um hier durch dieses Rohr zu fliegen. Und damit lande ich im Prinzip hier draußen. Hier unten ist so ein Rohr. Jetzt befinde ich mich quasi hier an diesem Bachlauf. Und hier geht ein Rohr, hier geht die Kanalisation rein. Und wenn man da reinfliegt, dann kommt man natürlich genau da raus. Ich weiß gar nicht, ob die Hornisse genug Power hat, um da ganz hoch. Ja, doch, wir kommen hier hoch. Also quasi hier unten. Hier ist der Zaun.
Und wenn man hier einfach nach unten fliegt mit der Hornisse, kann man da auch einfach reinfliegen und landet auch genau bei dem Ort und kann somit auch da zur Stachellanze gehen. Also ich habe das damals tatsächlich nicht gefunden, als ich mich da unten mal verirrt habe, aber ich wusste auch damals nicht, dass es da eine Waffe gibt. Und durch Zufall habe ich dann dieses Rohr da unten irgendwann mal entdeckt und bin da reingeflogen, weil ich wissen wollte, was es da gibt. Und habe dann die Stachellanze viel zu spät entdeckt. Da wusste ich natürlich auch noch nicht, dass man die Sachen upgraden kann. Also, wie gesagt, die Stachellanze schon eine ziemlich coole Waffe, vielleicht nicht so normal, aber in dem Moment, wo ihr die auf Legendär habt und noch dreimal upgradet, ist das schon eine Wucht. Wobei, dreimal upgraden könnt ihr die leider noch nicht so früh, weil ihr natürlich, glaube ich, fürs dritte Upgrade braucht ihr das Eisenholz, was es erst in unserem letzten Bereich hier drüben gibt. Aber zweimal upgraden reicht auch schon aus. Da macht die auch schon richtig guten Damage. Zieht halt viel Ausdauer, aber man kann schon oft zustechen. So, ja. Also dann, ich hoffe, euch hat es gefallen und vielleicht nutzt ihr ja die Stachellanze, vielleicht auch nicht, vielleicht fehlt sie euch noch und ihr geht sie jetzt sammeln. Auf jeden Fall, was ist dann erstmal wieder für dieses Video? Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.